Und da sitzen wir in München in gemütlicher Runde beieinander, die Gruber, Zahler und der Hupsi. Eigentlich fehlt nur Specki außen, aber auf die verzichten wir, denn wir haben viel was Besseres mit euer neues Produkt Schlagerparty auf Mallorca. Flo, erste Frage. Man könnte glauben, aha, die Grubertaler spielen jetzt nur mehr Schlager. Ist aber anders. Das ist anders. Also zu Beginn einmal Dankeschön, Hupsi, für die Einladung. Einen wunderschönen Gruß nach Hause an alle Zuseher, Zuseherinnen, die gerade eingeschaltet haben. Freut uns, dass wir mit dabei sein dürfen. Und zu dieser ersten Frage von dir, also keinenfalls, dass wir nur mehr Schlager spielen wollen jetzt. Wir haben vor mittlerweile 14 Jahren mit der Volksmusik, mit der Tradition begonnen. Du kennst das Bayerisch-Polka-Walzer, was in Tirol halt so sehr beliebt ist, wo jeder mittanzt. Hier und da Fuchs. Hier und da mal ein Fuchsel, wie es heißt in Tirol. Und sind aber mittlerweile schon ein bisschen auf diese Welle aufgesprungen. Die Schlagermusik kommt mir vor, hat mittlerweile einfach einen ganz, ganz tollen Stellenwert eingenommen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir müssen da schon auch in dieses Boot steigen und haben gemerkt, speziell bei den Live-Auftritten, dass diese Songs sehr gut ankommen, dass da einfach toll Party gemacht werden kann. Man kann dazu tanzen, mitsingen. Und haben uns dann auch vor 7 Jahren entschlossen, diese Musikrichtung Schlager-Party-Musik auf CD zu bringen. Mhm. Haben mittlerweile jetzt schon 7 Schlager-Party-CDs aufgenommen. Und das ist jetzt eine ganz separate CD, wenn man das sagen darf. Das haben wir heuer im Sommer aufgenommen auf Mallorca eben. Schlager-Party auf Mallorca, so heißt auch die CD. Sind Lieder mit drauf, die man schon kennt, also aktuelle Hits, wo einfach die Leute mitsingen, wo sie Gas geben. Aber natürlich ganz wichtig auch Lieder, die ganz neu herausgekommen sind, die für uns komponiert worden sind, wo wir ein bisschen mithelfen haben dürfen. Das eine oder andere Mal sind da mit drauf. Und deshalb, glaube ich, ist das schon ein tolles Produkt mit DVD auch. Also man sieht da auch, wo wir gewesen sind. Schöne Bilder auch von Mallorca. Genau. Wirklich, glaube ich, Drehorte, wo man sich denkt, da möchte ich jetzt eigentlich lieber in der Sonne liegen als ein Video drehen, oder? Stimmt, also wir waren ja, wenn war das, wie wir mal auf Mallorca waren, 2005, 2006, privat, also nur zum Feiern, als junge Burschen. Also wisst ihr ungefähr, was da... Wir haben uns gedacht, es gibt Mallorca nur zum Feiern und sind diesmal eines Besseren belehrt worden. Es gibt da wirklich wunderschöne Plätzchen. Man sieht es auf dieser DVD, also Buchten, Strände, man glaubt es nicht. Also Mallorca ist nicht nur eine Partyinsel, sondern auch ein Platz, wo es sich wirklich lohnt hinzufahren, um einfach mal abzuschalten und mal das Leben zu genießen. Perfekt, da können wir jetzt gleich mal reinschauen, nämlich auf die Schlagerparty auf Mallorca. Die Grubertaler in Aktion in einer ganz romantischen Bucht singen sie Principessa. Und das ist einer der neuen Hits der Grubertaler. Und dann reden wir ein bisschen über ihr Jubiläum. Das ist nämlich im nächsten Jahr. Ich nannte dich Principessa. Ja, du warst meine Königin. Ich werde dich nie vergessen. Macht es keinen Sinn. Ich denke jede Nacht nur noch an dich. Ich nannte dich Principessa. Ja, du warst königlich. Wir haben es schon gehört, 14 Jahre sind sie jetzt gemeinsam unterwegs und nach Adam Riese ist nächstes Jahr 15-jähriges Jubiläum der Grubertaler. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Überhaupt bei euch, ihr seid ja ein Familienkombo, könnte man sagen. 2 Brüder und ein Cousin. Du bist der Jüngere. Genau. Sieht man, sieht man. Eindeutig. Und du hast aber schon Familie, so komplett mit allem. Richtig, dran, ja. Oder? Ja. Wie viele Kinder? 3 Kinder. Aber halt noch ein Ehering. Also ganz im Gefängnis bin ich noch nicht so gern. Kannst du ja so nachschütteln. Nächstes Jahr ist ja einiges geplant, was mich besonders interessiert. Eine Schiffsreise mit den Fans, eine Kreuzfahrt. Wo geht's hin? Genau. Nächstes Jahr, wie du gesagt hast, gibt es unser 15-jähriges Jubiläum. Und in diesem Jahr geht es bereits im März schon mit den Feierlichkeiten los. Wir gehen auf große Schiffsreise von Dubai aus über den Orient. Wow. Nehmen da einige nette Künstlerkollegen mit, wie die Christina Bach zum Beispiel, den Anni Borg, den Nick B. und Hinz 3. Geschwister Hoffmann. Geschwister Hoffmann, genau. Und die konzertieren auch alle da an Deck oder im Ballsaal? Es gibt, so wie es geplant ist, einmal vorher noch in Dubai ein Konzert, und zwar vor dem größten Haus der Welt noch, glaube ich, ist der Burj Khalif. Ja. Da gibt es ein Konzert und dann geht es aufs Schiff, und dann gibt es auf dem Schiff auch das ein oder andere Konzert. Und wir hoffen, dass das eine einzigartige und wunderschöne Reise wird. Klingt schon so. Nähere Informationen auch zur Buchung und so weiter gibt es natürlich auf www.grubertaler.at. Reini, du bist ja so ein bodenständiger Mensch, sag mir das. Hast du Angst vor der Seekrankheit? Wird es dich erwischen? Oder hast du da schon Erfahrungen gesammelt? Ich hoffe nicht, dass es mich erwischt. Ich bin bis nur einmal dabei gewesen bei einer Kreuzfahrt. Da hat es eigentlich hingekaut, aber
schauen wir mal, ob das mal auch wieder passt. Es wird jetzt auch noch der Schnapsel dabei haben, hoffe ich, oder? Ja, natürlich, ja. Das muss dabei sein. Genau, zum Zähneputzen in der Früh. Ja, da klingt wahnsinnig spannend. Der Orient erkundet auf volkstümlichen und Schlagerbeinen sozusagen. Und dann gibt es, Florian, dann natürlich das große, wie soll ich sagen, Jubiläumsfest der Gruberzahler. Gibt es da schon einen genauen Termin? Gibt es, ja. 15. bis 18. Juni 2017. Nächstes Jahr wird es stattfinden. Wir freuen uns riesig drauf, kann ich wirklich sagen. Wir haben jetzt jedes Jahr, nicht jedes Jahr, sondern immer zum 5-Jährigen, zum 10-Jährigen, also zweimal bis jetzt ein Jubiläum gefeiert. Es war jedes Mal ein Fest der Superlative mit ganz, ganz vielen Freunden und Fans. Also die, was da wirklich zu uns kommen, mit uns feiern. Und deshalb freuen wir uns riesig drauf, auf nächstes Jahr, auf das 15-Jährige. Tolle Künstlerkollegen, die uns besuchen kommen. Nick B. mit seiner Band, das dritte Mal mittlerweile mit dabei. Also immer dabei gewesen, auch ein großes Vorbild, glaube ich, kann man sagen, mittlerweile von uns. Er ist ja wirklich ein toller Künstler, ein toller Komponist und ein toller Typ. Aber auch andere Künstler werden uns besuchen, wie zum Beispiel das Duo Fantasy, das natürlich ganz, ganz auf dem aufsteigenden Ast ist, ganz, ganz nach oben zu klettern. Mit dabei der Onkel Jürgen, Jürgen Drews, passt natürlich zu unserer aktuellen CD, Schlagerparty auf Mallorca. Muss natürlich dabei sein. Natürlich was fürs Auge, ja. Die Michelle ist mit dabei. Ja, dann kenne ich halt auch vorbei. Was Bodenständiges ist mit dabei. Hupsi, und zwar Sascha Asenik und seine original Obergräner. Freuen wir uns auch riesig drauf, weil wir natürlich immer riesengroße Fans waren der Obergräner-Musik. Und viele, viele mehr natürlich auch, wir drei. Ja. Also das muss man eigentlich erlebt haben. Mein Lieben, das ist also Mitte Juni 2017, jetzt schon notieren. Im März gibt es die Kreuzfahrt, dann ist Jubiläumsfest. Sonst noch irgendwas, die klassischen großen Sachen, die ihr das ganze Jahr spielt, oder? Ja, es gibt sehr, sehr viele Live-Konzerte, tolle Live-Konzerte. Wir sind mittlerweile eigentlich sehr viel in der Schweiz unterwegs und man muss sagen, die Schweizer, die können schon richtig feiern. Das weißt du auch, Hupsi, glaube ich, mit deinen Trinkwald, da bist du auch oft da draußen. Und da gibt es schon ganz, ganz tolle Open Airs, wie zum Beispiel am Flumserberg, wo wir mit dabei sind. Andere große Open Airs. Aber uns gefallen auch die kleinen Sachen. Wir spielen ab und zu Geburtstagsfeiern oder kleine Feste mit 150, 200 Leuten. Das ist ganz genauso nett wie ein Open Air mit 10.000 Leuten. Also uns macht die Musik einfach Freude und das hoffen wir, dass das nach wie vor so bleibt, dass wir drei zusammenhalten. Das ist ganz wichtig und dass uns unsere Freunde und Fans auch weiterhin die Stange halten, wie es so schön heißt. Glaubst du, ist das leichter zusammenzuhalten, wenn man so nah miteinander verwandt ist oder ist es manchmal schwieriger? Verschieden, ich glaube verschieden. Also was natürlich gut ist, wir kennen uns in- und auswendig. Der Michel ist mein Bruder, wie gesagt. Also Überraschungen gibt es da eigentlich wenige, oder? Man weiß ja wieder, es ist so, genau. Der Reini ist unser Großcousin, unser Nachbar. Wir sind gemeinsam aufgewachsen. Jeder weiß, wie er den anderen zu nehmen hat. Es gibt Reibereien. Das ist ganz klar, wie es überall gibt. Aber bei uns ist es dann irgendwann der Punkt erreicht, wo wir sagen, und jetzt wissen wir müssen wieder zusammenhalten, weil es geht gleich gemeinsam. Und deshalb hat es die letzten 14 Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Und wir hoffen natürlich auf die nächsten 14, 40 Jahre so in dieser Richtung. Und Zusammenhalt ist natürlich auch bei den Fans geboten, dass sie lange und für immer treu bleiben. Der Musik der Gruberzahler, da gibt es auch ein schönes Liedl dazu. Wenn man genau hinhört, geht es da auch ein bisschen um den Zusammenhalt und dass es eben nur gemeinsam geht. Zwei Bliermann stehen am Wiesenrand und wir holen derweil unsere Instrumente, denn einmal gehört am Tag ein schönes Marschl aus Tirol gespielt. Was für uns, das könnt ihr in den nächsten 3 Minuten gleich erraten. Zwei Blieben stehen am Wiesenrand, glückselig beieinander. Und zieht der Herbst ins Land, verblieren sie miteinander. Und weil die Welt sich weiter dreht, die Sonne am Himmel stinkt, drum trifft auch sie einmal ein kleiner Sonnenstrahl. Die Grubertaler waren heute zu Besuch in Hupsis Welt mit ihrem aktuellen Album Schlagerparty auf Mallorca. Ein Traum, da kann man dazu abtanzen wie ein Narischer. Und wie ist es, wenn sich 4 Finnen treffen, gehen sie miteinander in die Sauna. Wenn sich 4 Tiroler treffen, spielen sie miteinander dem Land Tirol die Treue. Auf geht's, Banda! Thank you.
Felgen stolz und hoch erhoben, um mich die Heimat